Ich glaube, rein körperlich wäre es vielleicht mehr als 45 Minuten sogar heute schon möglich gewesen, aber wir haben das gesagt, ey, da müssen wir jetzt noch kein Risiko gehen. Für mich persönlich eigentlich ganz gut, waren viele Abläufe irgendwie relativ schnell wieder gewohnt, vieles gepasst. Trotzdem ärgert mich, dass wir dann kurz vor Ende noch ein Tor kassieren, wo wir es, glaube ich, als Mannschaft alle zusammen besser verteidigen können. Ansonsten ja, bin ich jetzt erstmal froh, dass es gehalten hat, dass ich da so von der Luft, von den ganzen Sachen und Duellen keine Probleme hatte. Das lässt mich zumindest zuversichtlich sein, was jetzt die längere Verletzung angeht, dass es ausgestanden zu sein scheint. Ja, es ist eher so diese Abläufe, dass man da so ein bisschen denkt, okay, das ist jetzt im Spiel, das kannst du ja im Training nicht simulieren. Dafür ist dieses Testspiel natürlich sehr willkommen gewesen. Ansonsten hatte ich da eigentlich in mich, in meinen Körper volles Vertrauen. Ich glaube, rein körperlich wäre es vielleicht mehr als 45 Minuten sogar heute schon möglich gewesen. Aber wir haben das gesagt, ey, da müssen wir jetzt noch kein Risiko gehen, einfach zu sagen, ey, das ist der erste Härtetest für den Fuß. Der war gut und für alles andere bin ich eine Option, glaube ich, dann ab nächster Woche wieder. Amos hat gut gearbeitet in der Reha-Phase. Das ist auch der Grund, warum er jetzt für die Schwere der Verletzung zum relativ frühen Zeitpunkt wieder zur Verfügung steht. Und er hat es in der ersten Halbzeit, wie ich finde, für die lange Pause ordentlich gemacht. Auch da sicherlich in der einen oder anderen Situation vielleicht nochmal ein bisschen Genauigkeit gefehlt oder ein bisschen Abstimmung mit den Nebenleuten gefehlt. Aber insgesamt ist er auf einem guten Stand und sicherlich auch für Wolfsburg, wenn er jetzt die Woche gut übersteht, auch eine Kaderoption. Ja, es war so das erste Mal für mich. Und es war dann irgendwie so von der Zeit, habe ich mir das auch schon mal so gesagt, so ein paar Etappenziele gesetzt. Ey, irgendwann muss die Narbe zugehen, dann kann ich den Fuß wieder belasten, dann kann ich wieder laufen gehen, dann kann ich wieder auf den Platz. Also da über so Etappenziele, viel Rückhalt aus der Familie, von Freunden, kriegt man das ganz gut hin. Man hat ganz, ganz viel Zeit, sich da auch um andere Dinge, was den Körper angeht, zu kümmern. Also weil dieses Fußballspielen dann ganz lange ausgeschlossen ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen damit gemeint. Dass man da dann auch mental gestärkt rausgeht, weil man einfach wieder weiß, was man nicht so gern will und wo man hin will, auch wenn das hart ist, aber jeden Tag zu sehen, ey, ich will wieder auf dem Platz, ich will Fußball spielen, ist die schönste Nebensache der Welt. Das ist, glaube ich, auf der einen Seite diese mentale Stärke, die man dadurch entwickelt und wahrscheinlich auch irgendwie die körperliche Stärke, weil man dann auch an allem irgendwie in der Zeit arbeiten kann, halt nur nicht am Fußballerischen. Ich warte jetzt nicht auf den Moment, dass es reagiert. Jetzt gerade ist gut, fühlt sich gut an. Natürlich gibt es da so Maßnahmen, wo man dann so, bevor überhaupt irgendwas auftritt, dann mit den Füßen so ein bisschen intervenieren kann, weil die einfach sagen, ey, egal wie es jetzt gelaufen ist, es kann sein, dass das hier und da drumherum reagiert. Der Knöchel ist super, alles andere fühlt sich noch auch gut an. Ich guck mal, wie es heute Abend oder morgen früh ist.